Nächster Versuch hier mit den beiden Knüppeln am kleinen Fluss. Ich war einmal morgens, einmal abends und es gab bis auf ein paar leichte Zupfer oder ja, Rupfen in der Rutenspitze keinen richtigen Biss. Kein Karpfen hat sich für meine Boilies interessiert. Das heißt für mich, ich muss einmal nachts ran. Heute ist der Tag der Tage. Wir haben es Freitagabend. In einer Stunde ungefähr geht die Sonne unter. Vorher möchte ich noch das Zelt aufbauen, die Ruten ins Wasser befördern oder eher gesagt die Köder. Die Ruten sollen ordentlich auf den Rutenhaltern liegen, die Bissanzeiger an. Um dann den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, wird jetzt wieder ziemlich früh dunkel. Gegen 19.30 Uhr ist es schon fast stockfinster und da muss ich mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Leider ist jetzt gerade, oder vielleicht bringt es ja auch den ersehnten Fisch, das Wetter so ein bisschen umgeschlagen. Wir hatten die letzten 5-6 Tage wirklich strahlenden Sonnenschein über den ganzen Tag, keinen Regen. Heute hat es extremst viel geregnet. Da kam einiges runter, der Boden ist ziemlich aufgeweicht. Das Schöne ist natürlich, ich kriege hier meine Stangen für das Zelt schön in den Boden. Irgendwie muss man sich das ja schön reden. Und vielleicht animiert es ja auch den ein oder anderen Karpfen zum Biss. Also ich freue mich, wenn ihr mich hier bei meiner ersten Nacht auf Karpfen in 2023 begleitet. Ich habe es wirklich dieses Jahr nicht geschafft. Gregor und Ewald, die schaffen es ja öfter noch. Aber ich bin ja eher so der mal die schnelle Session am Bach oder am kleinen Fluss durchzieht, morgens oder auch mal abends. Aber jetzt werde ich die ganze Nacht hier bleiben. Das Zelt wird jetzt aufgebaut, zeige ich euch auch, wenn alles steht. Und dann, ja, dann müssen die Fische beißen. Ja, Leute, ich konnte es nicht lassen, bevor das Zelt aufgebaut ist, meine Liege, mein Schlafsack und alles vorbereitet ist, wie ich es eigentlich vorhatte, habe ich die Karpfenruten an ihren Platz gelegt. Hier liegen sie wunderschön, die Bissanzeiger sind scharf. Perfekt, ich habe sie nicht ganz sensibel eingestellt, denn wir haben hier auch Zeug, was in die Schnur treibt. Da will ich ja nachts nicht aus dem Zelt aufstehen, wenn da nur so ein Schilfhalm mal dran vorbeitreibt. Deswegen die Einstellung, da muss der Karpfen schon ordentlich ziehen, aber dann wird es piepen. Jetzt kommt das auf die Nacht vorbereiten, Zelt aufbauen, Liege, Schlafsack schon mal ausbreiten, im Zelt ein bisschen gemütlich machen. Eine Akkubox habe ich dabei, damit ich auch mal mein Handy aufladen kann und ein bisschen Licht habe, Kopflampe, alles bereitlegen. Das hier, den Weg, den ihr gerade gesehen habt, das wird der sein, den ich laufen muss, wenn dann hier die Rute abpfeift und der Karpfen dranhängt. Ich hoffe mal, das klappt. Garantie gibt es natürlich keine, denn ja, Karpfenangeln war früher hier sehr einfach. Da sind wir morgens von 8 bis 12 im Winter, haben wir uns hier hingesetzt, hatten vorher 2-3 Tage ein bisschen angefüttert und dann lief das mit 3-4 Karpfen am Morgen pro Mann. Die waren allerdings recht klein gewesen, so bis 10 Kilo. Ich habe es schon mal erklärt. 10 Kilo war schon der größte. Die meisten waren so um die 3-4 Kilo, halt so Satzkarpfen. Jetzt sind die Karpfen größer, dafür aber auch weniger. Gefüttert habe ich jetzt die 2 Tage, die ich hier war, einmal ja morgens, einmal abends. Dann war ich noch mal im Laufe der Woche noch mal füttern. Also vorgestern ist hier das letzte Mal Futter auf dem Platz gelandet. Ja, und jetzt heute halt die Nacht. Bisschen angefüttert habe ich natürlich auch schon. Ein paar Boilies sind drin. Ich habe auch noch Hanf dabei. Grundfutter. Mal gucken, ob ich die Stelle gleich noch ein bisschen besser präpariere für die Nacht. Aber jetzt liegen die Ruten erstmal im Feuer. Es kann was geben. Zelt wird aufgebaut. Schlafsack, wie ich erzählt habe. Und dann bin ich bereit für meine Karpfennacht 2023. Drückt mir die Daumen, Leute! Nass geschwitzt, aber glücklich. Und wenn es jetzt regnet, auch auf jeden Fall trocken. Denn mein Zelt steht. Ich habe so ein leichtes Schirmzelt schnell aufgebaut, dann meine Liege da rein, Schlafsack drauf, die ganzen Sachen hinter der Liege verstaut und den Rest unter der Liege von den flachen Sachen, die ich dabei habe. Das heißt, alles ist trocken. Mein Stuhl steht noch hier draußen, den kann ich auch schnell zusammenfalten und dann hinter die Liege legen und habe auf jeden Fall alles geschützt und kann jetzt hier auf den Biss warten. Es ist jetzt eine halbe Stunde her, dass die Ruten am Platz liegen, noch kein Zupfer, aber das habe ich auch nicht erwartet, denn ich war ja schon mal bis abends hier und es gab keinen Biss. Ich hoffe jetzt einfach auf die Nacht. Keine Ahnung, Mitternacht oder irgendwann danach oder der ganz frühe Morgen, so 4, 5, 6 Uhr sind auf jeden Fall die besten Zeiten für die Karpfen, auch hier auf jeden Fall. Man kann natürlich Glück haben und da über Tag mal bei so einer 2 bis 3 Stunden Session einen abgreifen, aber ich denke mal, wenn ich hier die ganze Nacht sitze, da muss doch einer gehen. Jedenfalls bin ich froh, dass das geschafft ist. Ich habe auch hier meine schönen Schlappen dabei. Die kann ich anziehen, um von der Liege zu springen, wenn da hinten die Rute abläuft und muss nicht hier auf Socken durch das Unterholz. Denn die, ja, meine Füße werden zwar nass sein, denn die sind offen hier, aber
Das ist mir egal, bis ich in die hier reingeschlüpft bin, in meine Stiefel, brauche ich viel zu lange, um die 20 Meter da zu laufen. Also, jetzt geht der gemütliche Teil los. Bisschen entspannen, bisschen abschalten. Vielleicht kann ich euch auch noch einen Fisch zeigen, bevor es richtig dunkel ist. Aber wenn, dann sehen wir uns beim Biss. So Leute, es hat gescheppert hier. Karpfenrute ist abgedengelt wie Sau. Ist, glaube ich, kein ganz großer Fisch, denn ich kriege den gut gegen die Strömung ran. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, so richtig große Karpfen, die marschieren eigentlich langsam ab beim Biss. Und der ist hier wirklich weggeschossen. Könnte natürlich auch ein großer Döbel sein oder sowas. Weil jetzt im Moment kriege ich ihn gut ran. Oder ein kleiner Wels oder sowas, man weiß es nicht, ne? Steht da hier in der Strömung. Ich mache mal die Lampe an, gucke, ob ich ihn sehe. Mitten in der Strömung steht er jetzt. Auf jeden Fall Fisch. Guck mal, ob ich ihn hier schön rankriege. Boah, wenn er in der Strömung steht, hat er gewischt. Der hat gewischt. Bei sowas habe ich immer Angst, ob der Haken gut sitzt und das ganze Gerät richtig funktioniert. Aber der Plan ist aufgegangen. Den Biss gab es nachts. Wir haben jetzt kurz nach 9. Natürlich schon stockdunkel und ich bin gespannt, was wir da haben. Der große Kescher liegt hinter mir, die Matte auch. Jetzt kam er da an die Oberfläche da drüben. Gleich mal gucken, wie ich hier runterkomme. Oh, das macht sich aber schwer. Kann natürlich auch sein, dass da Kraut jetzt mit drin hängt. Weiß ich alles nicht. Jetzt kriege ich ihn ran. Gespannt, was wir da haben. Das ist die Route, die ein bisschen weiter draußen lag. Die andere liegt relativ nah am Ufer und die lag so. Da ist das Inline-Blei schon. Was haben wir denn da? Ich bin ja gespannt. Ich glaube, ja, wir haben einen Karpfen. Oh, ein schöner. Schöner Karpfen. So, dann hole ich mal den Kescher. Eieiei. Alles schon bereitgelegt, so muss das sein. Oh, das ist ein schöner Fisch. Gucke ich mal, wo ich hier runterkomme, ohne dass ich mich hinlege. Hier geht's gut. Und der marschiert nochmal. Schöner Fisch. Meine Güte, da haben wir einen richtig schönen Karpfen. Ich schätze mal so, der hat mindestens 10 Kilo. Aber ich kann mich natürlich verschätzen, ne? Hier bin ich fast am Wasser. Das müsste alles klappen. Bin ich froh, wenn wir den im Kescher haben. Erste Nacht in 2023. Und um 10 nach 9 steigt uns der Karpfen ein. Geil! Schöner Fisch. Schöner Karpfen. Uiuiuiui. Oh, Leute, Leute, Leute. Da werdet ihr staunen, genauso wie ich jetzt. Ja, gucken wir mal, ob wir den Kescher buxiert bekommen. Meistens ist so der Moment, wenn er in den Kescher geht, dann gibt er nochmal Vollgas. Aber das sieht gut aus. Schöner Schuppi. Und, ah ne, fast. Aus dem Kescher wieder raus. Ich habe hier aber auch eine blöde Position und dann noch die Strömung dabei. Das klappt am See einfacher. Jetzt packe ich hier in die Brennnesseln, aber das ist mir alles egal. Fisch muss in den Kescher rein. Oh, schöner Fisch. Noch mal raus. Und drin ist er. Schön. Da kommst du erstmal nicht mehr raus, Junge. Ja, dann holen wir den Fisch mal auf die Matte, oder?
schön. Oh, ich krieg kaum hoch hier. So Leute, hier ist er, der erste Karpfen meiner Karpfennacht. Haken sitzt schön vorne, wie man das beim Karpfenangeln gewöhnt ist. In der dicken Unterlippe. Da ist er raus. Montage hat funktioniert, ganz einfache Inline-Montage. Alles hat gehalten. Schöner Fisch, ich zeig den euch mal und dann wiegen wir natürlich noch. Ah, ich denke mal, der hat so, ja, 10 Kilo habe ich schon gut geschätzt. Ist das ein schönes Tier. Guckt euch das an, Leute. Und was für ein Paddel der hat. Typischer Flusskarpfen mit riesem Paddel. Dann dieses fleischige Maul dazu. Schöner Schuppi, toll. Guckt euch das an. Was für ein schöner Fisch. Herrlich. So Leute, 10 Kilo ganz genau. Schöner Fisch, toller Schuppi, riesen Paddel hinten. Also das mag ich an diesen Flusskarpfen. Route wird jetzt wieder scharf gemacht. Die Nacht ist noch lang. Gucken, was da noch so kommt. Aber ich bin jetzt schon überglücklich. Plan ist aufgegangen. Morgens ging nichts, abends ging nichts. Also einmal nachts hier hinsetzen und dann läuft das doch. Wobei nachts, wir hatten gerade mal 10 nach 9. Also das hätte ich auch unter der Woche abends nach der Arbeit noch geschafft. Aber jetzt ist man halt vorbereitet. Mal schauen, wenn jetzt schon so ein toller Fisch ging, mal sehen, was die Nacht noch bringt. Drückt mir mal mit die Daumen. Ich bin jetzt schon überglücklich. So Leute, der Tag ist angebrochen. Es war ziemlich feucht und kalt die Nacht, richtig viel Tau. Es gab noch einen Fisch die Nacht, der hat mich aus dem Schlafsack gerissen. In meinen Schlappen habe ich hier am Wasser gestanden. Er hatte so um die, ja, 4-5 Kilo würde ich sagen. Auch ein schöner Schuppi, Flusskarpfen. Ich hatte gehofft, dass so im Morgengrauen, wenn es gerade hell wird, die Sonne geht jetzt hinter dem Berg gerade auf, dass wir nochmal den ein oder anderen Biss bekommen, vielleicht einen schönen Karpfen noch. Aber naja, mit dem Fisch gestern Abend bin ich mehr als zufrieden. 10 Kilo hier für den Fluss ist schon eine tolle Größe. Und er hat auch wirklich Spaß gemacht an dem Gerät. Hier hat alles gut funktioniert. Oh, jetzt ging hier in meinem Augenwinkel der Hänger hoch. Aber naja, hier treibt auch viel Unkraut den Fluss runter. Man muss also öfter mal kontrollieren. Vorm Schlafen gehen habe ich das letzte Mal kontrolliert. Dann jetzt hier im Hellen erstmal wieder. Jetzt gucken wir mal. Ich lasse die Ruten auf jeden Fall noch drin. So viel Tau wie diese Nacht habe ich, glaube ich, selten erlebt. Das ganze Zelt ist nass, obwohl es nicht geregnet hat. Es hat ja gestern Nachmittag hat's mal richtig stark geregnet. Der ganze Boden war schon nass und dann kam irgendwann so gegen, ja, 12, 1 Uhr kam die Feuchtigkeit so richtig raus. Heute Nacht so um 3 richtig nass alles hier. Auch der Schlafsack innen drin hat alles Feuchtigkeit angenommen. Ich freue mich jetzt richtig, dass die Sonne rauskommt. Das Zelt werde ich jetzt noch mal trocknen lassen müssen. So ein Zelt nass einzupacken ist immer blöd, besonders weil das dann schimmeln kann oder faulen. Deswegen Angelsachen auf jeden Fall zu Hause nochmal auspacken, trocknen und wenn es im warmen Heizungskeller ist oder wie hier in der Sonne, dann ist das super. Alles andere jetzt einfach einpacken. Die Ruten packe ich immer erst ganz am Schluss ein. Als letztes packe ich dann das Netz ein, die Matte zusammen und dann habe ich irgendwann alles wieder im Auto, kann nach Hause fahren unter die Dusche. Aber so weit bin ich noch nicht. Die Ruten liegen dann noch im Feuer. Ich hoffe, dass da noch irgendwas beißt. Jetzt werde ich erstmal anfangen, hier meinen Schlafsack zusammenzupacken und das Zelt schon mal so ein bisschen auszuschütteln, alle Sachen vors Zelt zu stellen und dann langsam ins Auto zu packen. Ja, das ist immer das, was dann nach so einer Angelnacht das Blöde ist, besonders im Nassen zusammenpacken, ist sehr ekelhaft, wenn alles trocken ist, ist das gut. Aber das ist Karpfenangeln, habe ich lange nicht mehr gemacht, war eine geile Erfahrung und wurde auch mit einem, ja, 10 Kilo Fisch belohnt, da bin ich natürlich froh. Ich hoffe natürlich, dass da noch irgendeiner geht. Ob ich jetzt nochmal die Fiederrute auspacke, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe sie mal mitgebracht, falls ich morgens Lust zu fiedern habe, aber eigentlich nach so einer Angelnacht hier auf der Liege bin ich jetzt gleich einfach nur froh, wenn ich zu Hause bin, um dann die Eindrücke dieser Nacht zu verarbeiten. Vollmond hatten wir, hat die Karpfen jetzt nicht gestört. 2 Fische gab es.
Ob das jetzt schlecht oder gut ist, so ein Vollmond, das müsst ihr selbst beurteilen. Ich finde, nur Routen, die im Wasser liegen, bringen Fisch. Und da ist es auch scheißegal, was für ein Mond, was für ein Wetter und was für eine Windrichtung und sonst was da gerade herrscht. Einfach ausprobieren, das ist die Devise, die ich da meistens verfolge. Und ja, hat sich auch bezahlt gemacht. Jetzt geht's ans Einpacken. Auch die schönste Nacht geht einmal zu Ende. Es war sehr feucht, sehr kühl. Aber es gab Fische. Den einen Karpfen habt ihr gesehen mit 10 Kilo. Den zweiten habe ich, ohne ihn zu wiegen, einfach wieder abgehakt. Der hat mich einfach im Tiefschlaf von der Liege gerissen. Aber so muss das sein, das ist Karpfenangeln. Jetzt werde ich die Ruten zusammenpacken. Hat alles gut funktioniert. Material hat gehalten, auch hier der Freilauf. Und hier mit ganz klassischer Inline-Montage. Ihr seht, was sich hier für einen Dreck sammelt. Wenn das zu viel wird, dann bin ich mir sicher, dass die Karpfen das nicht mögen, wenn da am Haken unten dieses Kraut flattert. Aber das war noch nicht zu viel. Der Boilie riecht auch noch gut. Ja. Ganz klassisch Inline-Montage. Hier der Wirbel eingesteckt. Beim Einpacken mache ich den immer noch mal hier raus. Schlagschnur 0,50 mm. Gerät hat auf jeden Fall gehalten. Und ich werde es auch wieder einsetzen. Oder ich packe mal meine alten Karpfenruten aus, um mich so an die Anfangszeit des Karpfenangelns hier im kleinen Fluss zu erinnern. Ich schaue mal, ob ich das mache. Aber ja, die haben auf jeden Fall super funktioniert. Anaconda, Magist, Karp, auch die Boilies von Anaconda haben funktioniert. Eine Sache, die mir am Herzen liegt, ich bedanke mich recht herzlich für den Support von Gregor und Ewald Grewald, die mich im letzten Video so gelobt haben und dazu aufgerufen haben, meine Videos zu schauen. Leute, was sagt ihr dazu? Ich schaue mir die Videos von Grewald sehr gerne an, habe immer sehr viel zu lachen und Spaß bei diesen witzigen Sachen, die die beiden erleben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meine Videos schaut, aber schaut auch mal bei den beiden rein. Wer es noch nicht gesehen hat, ich denke mal, ihr werdet euch vor Lachen kaum halten können. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und mich hier am kleinen Fluss oder auch am Bach, da bin ich sehr gerne, das wisst ihr, begleitet und verabschiede mich mit einem dicken Petri Heil. Fangt viele Fische an euren Hausgewässern, erlebt eure eigenen Abenteuer, so wie ich diese kalte, feuchte Oktobernacht hier, und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und tolle Abenteuer. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.